Natürlich. Jetzt. Okay. Dann versuchen wir es nochmal. Also, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ist die Verbindung noch da? Okay. Also, wir waren jetzt stehen geblieben bei der Freude und ich sagte ja, wenn wir den Koran haben auf der einen Seite und wir haben irgendwas anderes, Handy oder die Tickets ja, zum Urlaub. Wie sehr freuen wir uns, wenn wir eine Ayah aus dem Koran lesen oder dass wir überhaupt den Koran haben? Dass wir überhaupt den Koran lesen dürfen. Dass du eine deutsche Übersetzung hast. Das ist nicht etwas Einfaches. Es gibt Sprachen, in denen der Koran noch nicht übersetzt wurde. Zwar sehr viele, aber einige Sprachen noch nicht. Und wenn, vielleicht gibt es nicht überall Exemplare. Das heißt, diejenigen, die glauben, die freuen sich, dass sie den Koran haben. Ibn al-Qayyim sagt nun, die Freude über das Wissen und über den Glauben, über die Sunna, dass du die Sunna leben darfst. Und zu den Aussagen der Gelehrten gehört, wenn Allah Gutes mit dir will, dann leitet er dich zu einem Lehrer, der dir die Sunna beibringt. Stell dir mal vor, du bist aufgewachsen irgendwo und du lernst als allererstes, die Sahaba sind alle Heuchler. Möge Allah uns davor bewahren. Und du hast niemanden, der dir was anderes beibringt. Aber Alhamdulillah, du hörst, als Sahaba sind edle Gefährten, sind vertrauenswürdig. Wir müssen unsere Religion von ihnen lernen. Dass du die Sunna umsetzen darfst, ist etwas Gewaltiges. Dass wir wissen heutzutage, was für ein Hadith ist authentisch und welcher ist nicht authentisch, ist eine gewaltige Freude. Diese gewaltige Arbeit, die die Hadith-Wissenschaftler getan haben, unser einer hätte das nie machen können. Ich glaube, ich habe schon mal die Geschichte erwähnt von Sheikh Sa'di, rahimahullah, der Lehrer von Sheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah. Und er erwähnte mal Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, und wie er die Sekten widerlegt und dann fing er an zu weinen, Sheikh Sa'di, rahimahullah. Dann sagte er: Stellt euch vor, wir hätten nicht diesen edlen Gelehrten. Wie sollten wir auf diese Scheinargumente antworten? Das ist eine gewaltige Freude, dass du zu dieser Umma gehörst. Mit all diesen edlen Persönlichkeiten. Von den Propheten angefangen, alayhimus salam, über die Sahabe, über die Tabi'in bis zu den heutigen Gelehrten. Falhamdulillah, dass Allah uns recht geleitet hat. Und möge er uns festigen, subhanahu wa ta'ala. Er sagt nun, diese Freude führt dazu, dass du drei Sachen von dir abwendest. Das erste ist Kummer und Sorgen. Welche Kummer und Sorgen? Die Kummer und Sorgen, dass man die Karawane verpasst. Welche Karawane? Nein. Der von Al-Jannah, genau, der Reisenden zum Paradies. Kommen wir wieder zu unserem Urlaub. Stell dir mal vor, du hast jetzt dein Ticket, du weißt, du kannst hin, du verpasst den Flieger. Wie ist deine Trauer? Du verpasst den Flieger, Urlaub ist vorbei, bitte. Ja, man,
selbst wenn man weiß, es hätte ja eigentlich stattfinden, das hat es ja nicht einem selbst gegeben. Genau, Jazakallah. Das genau, hätte es nicht an einem selbst gelegen. Man ist selbst schuld. Und so sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah, diejenigen, die die Karawane der Reisenden zum Paradies verpassen, wann werden sie trauern? Spätestens. Yawm al-Qiyamah. Möge Allah uns Yawm al-Qiyamah nicht trauern lassen. Aufgeweckte Leute, die trauern jetzt schon, um es nachzuholen. Wo ist der nächste Flieger? Kann ich noch? Ja, der versucht noch. Aber wenn jemand die ganze Zeit verpasst, die ganze Woche, ja, das war's, die ganze Zeit des Urlaubs, wenn er dann aufwacht, ach so, war, ich hätte doch, oh, zu spät. Jetzt kann er es nicht mehr verbessern. Wenn du stirbst, kannst du es nicht mehr verbessern. Da wird der Kafir sagen, ja Rabbi, lass mich zurück. Aber Allah Azza wa Jalla sagt, es gibt kein Zurück mehr. Aber jetzt, auch wenn du den Flieger verpasst hast, buch den nächsten Flieger. Du hast noch nicht Arabisch gelernt, lern jetzt Arabisch. Du hast noch nicht angefangen, Koran zu lesen, lese Koran. Du hast noch nicht angefangen, Adhkar zu sagen, sag Adhkar auf. Du hast noch Eltern, die am Leben sind, dann sei gut zu ihnen, bevor sie sterben und dieses Tor sich verschließt. Und so weiter und so fort. Nicht, dass du trauern wirst, spätestens Yawm al-Qiyamah. Oder auch schon für Dunya in deinem Leben, aber du kannst nichts mehr tun. Es ist vorbei, deine Mutter ist schon gestorben. Möge Allah unsere Mütter als Muslime sterben lassen. Und unsere Väter. Möge Allah uns vereinen mit unseren Eltern und Verwandten im Paradies. Also sagt er, das Erste ist, diese Freude am Glauben führt dazu, dass du nicht trauern wirst. Zweitens, oder bevor wir zu zweitens kommen, er erwähnte dann die Ayah, dass Allah Azza wa Jalla sagt, كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Die Heuchler, es geht darum, dass sie nicht mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hinausgezogen sind. Warum? Allah Azza wa Jalla sagt, Allah verabscheute es, dass sie dabei sind. So hat er sie träge gemacht, dass sie gar nicht die Motivation haben. Warum? Allah wollte sie nicht dabei haben. Subhanallah. Ja Rabbi, schenke uns Motivation. Ja Rabbi, wir suchen Zuflucht bei dir, dass du uns nicht dabei haben willst. Guckt mal diese Reihenfolge. Allah verabscheute, dass sie dabei sind. Also hat er ihre Motivation gelindert. Und es wurde ihnen gesagt, bleib mit denen, die zurückgeblieben sind. Also mit den Schwachen und Kranken oder Frauen und Kindern, die nicht hinausziehen. Nun, Ibn al-Qayyim erwähnt jetzt diese Ayah und sagt, auch auf der Reise zu Allah Azza wa Jal gibt es Leute, Allah will sie gar nicht dabei haben. Ja Rabbi, lass uns nicht dazugehören. Ja Rabbi, nimm uns auf in der Karawane zum Paradies. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wem Allah Gutes will, dem gibt er Wissen über die Religion. Was, liebe Geschwister, ist ein Thermometer? Wenn deine Temperatur zu niedrig ist, dann ist es lebensgefährlich. Oder auch zu hoch ist, dann ist es lebensgefährlich. Oder irgendetwas anderes, Eisenmangel, irgendetwas. Wenn du einen Mangel hast, kann das lebensgefährlich sein für dich. Sauerstoff sowieso, das geht ruckzuck. Wissenmangel ist lebensgefährlich. Wem Allah Gutes will, dem gibt er Wissen, Verständnis über die Religion. Was ist der Umkehrschluss? Wem Allah nichts Gutes will, wen Allah nicht dabei haben will, wen Allah nicht empfangen will, was ist Indikator, dass er dazu gehört? Zu denen, die verbannt wurden, die nicht aufgenommen werden sollen?
Man bleibt Jahil, man lernt die Religion nicht. Subhanallah. Und deswegen, der Muslim sagt sich, ja Rabbi, ich muss heute was lernen. Ich muss heute was lernen. Das heißt, wenn ich mich recht entsinne, war das Al-Qadi Abu Yusuf, rahimahullah, der größte Schüler von Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Al-Imam Abu Hanifa, rahimahullah, sagte, Abu Yusuf war nicht der Beste unter seinen Schülern, im Sinne von, der am schnellsten auswendig gelernt hat und so weiter und so fort. Aber seine Disziplin hat ihn zum größten Schüler des Imam gemacht. Was für eine Disziplin, dass er immer am Lernen war, immer am Lernen war. So sehr, als einer seiner Kinder gestorben ist, war er nicht bei der Beisetzung, Jazakallahu khairan, bei der Beisetzung dabei. Und man fragt ihn, warum? Er hat gesagt, ich habe Unterricht. Den Weg zum Friedhof kennt auch sein Opa. Mein Vater, sagt er, der kümmert sich darum. Ich habe Unterricht. Heutzutage können wir das nicht nachvollziehen, oder? Außer, ja, Entschuldigung, ich konnte nicht frei nehmen, ich habe Arbeit. Da ist es, kann ich nachvollziehen. Bei Qadi Abu Yusuf, wie kann das nur sein? Was hat denn der für ein Herz? Und so weiter. Ich sage jetzt nicht, wenn ihr einen Sterbefall habt, geht nicht zur Beerdigung. Geht. Ja, und möge Allah mit unseren Verwandten gnädig sein und mit uns auch, wenn wir sterben. Es geht nur darum, schaut mal im Weltlichen, wenn jemand zum Beispiel, wie oft passiert das, jemandes Vater stirbt, besonders wenn es im Ausland ist, der müsste jetzt Urlaub nehmen, er kriegt keinen Urlaub, kündigt der, damit er bei der Beisetzung seines Vaters dabei ist? Nein. Wird irgendein Mensch ihm sagen, warum hast du nicht gekündigt? Was bist denn du für ein unerzogener Sohn? Jeder wird sagen, ja, das kann ich nachvollziehen, subhanallah, die schlechte Arbeitgeber, da hat er keinen Urlaub gegeben. Punkt. Warum? Das ist Dunya. Aber wenn Al-Qadi Abu Yusuf wegen Wissen, wie kann er nur? Denn unsere Maßstäbe sind einfach kaputt. Dunya, da darfst du alles. Da können wir alles nachvollziehen. Selbst wenn du nicht bei der Beisetzung deiner Eltern dabei bist. Aber für Religion, wie kannst du nur? Also, derjenige, dem Allah Gutes will, dem gibt er Wissen über die Religion. Wie gesagt, wir müssen nicht, oder wir können vielleicht nicht in dieser Liga spielen, ja, dass wir so werden wie Al-Qadi Abu Yusuf, rahimahullah ta'ala. Aber ich meine nur ein wenig Beschäftigung. Lerne doch eine Ayah, ein Wort vom Koran. Was heißt dieses Wort? Qul, was heißt Qul? Bei Qul huwallahu ahad, mach dein Buch auf. Qul, sag, du hast was gelernt. Alhamdulillah, Allah liebt mich. Alhamdulillah, Allah hat Gutes mit mir vor. Alhamdulillah, ich bin doch in dieser Karawane dabei. Warum? Ich habe was Neues gelernt. Ich habe ja nicht gesagt, du sollst jeden Tag promovieren. Es geht ja nicht darum, dass du 5000 Stunden Wissen aneignest. Eine Sache, aber dass Tage vergehen. Du machst den Koran nicht auf. Du liest keinen Hadith. Du hörst dir keinen Vortrag an.